Ja, einen schönen guten Morgen oder Vormittag an diesem Freitag von meiner Seite. Mein Name ist Philipp Wollner, bin Talent Management Consultant hier bei der TTS und freue mich sehr, dass wir in der nächsten halben Stunde zum einen die Webinarwoche zu den Lerntrends 2015 abrunden können und zum anderen mit Ihnen auch ein bisschen darüber zu reden und zu zeigen, was Talent Management und Performance Support für die TTS und für die Kunden der TTS bedeutet. Wir befinden uns hier, wie Sie sehen, zum Abschluss. Die Punkte, die ich vorbereitet habe, um mit Ihnen heute durchzugehen und zu zeigen und zu besprechen, sind hier aufgelistet. Es ist Sommer, das Wochenende kommt. Ich nehme an, wir sind alle interessiert am Wetter fürs Wochenende. Und so ist das ja auch im HR, im Talentmanagement, im Business, da wird auch oft von Klima, von Atmosphäre, von Wetter gesprochen. Ich würde gerne starten mit einem kurzen Wetterbericht zu der allgemeinen Großwetterlage im HR, im Talentmanagement dieser Tage. Dann mittlerweile schon in fast aller Munde in der Learning- und Talent-Community das Modell 70-2010. Wir werden das kurz rekapitulieren, weil es auch sehr maßgeblich ist für Überlegungen, wie man Performance Support umsetzen kann im Unternehmen. Daraus folgt eigentlich, wenn wir sagen, wir haben hier ein Modell, das 70-2010 Modell, das eine relativ andere Herangehensweise an Lernen von Menschen, an Lernen in Unternehmen darstellt, dann sollten wir uns eigentlich auch diese Menschen, diesen Lerner kurz anschauen, wie er so seinen Arbeitsalltag und sein Lernpensum verbindet oder eben schwierig nur verbinden kann. Dann würde ich weitergehen, ganz klar, ganz simpel zu den Grundregeln. Performance Support hier im Talent Management, was bringt er? Was sind die Grundregeln? Das sind eigentlich nur ein paar Punkte, die wie ein Kompass, wie ein roter Faden gelten können, wenn man sich in einer Organisation, in einem Unternehmen Gedanken darüber macht. In den Moment of Apply, ich werde darauf noch zurückkommen, viele von Ihnen haben das vielleicht auch schon gehört, nicht nur hier in den Webinaren dieser Woche, wie kriegt man Lernen an die Arbeitsplätze? Wie kriegt man off the job, on the job? Und wie wir das ganz konkret gemacht haben, will ich Ihnen gerne am Beispiel eines unserer Kunden zeigen. Und zwar ist das die E.ON. Hier ging es konkret um das Verbinden von Prozessrichtlinien mit konkreten Work Instructions. Das wären die Punkte, die ich in den nächsten 25 Minuten mit Ihnen durchgehen möchte. Freue mich auf Ihr Interesse und freue mich dann natürlich auch auf Fragen. Zunächst kurz vorweg, was ist Talent Management bei der TTS und bei unseren Kunden. Ich möchte das nur kurz bringen, damit wir auch alle auf Neudeutsch on the same page sind. Wir sprechen hier grundsätzlich von dem Prozess from hire to retire. Also überall dort, wo strategisches HR dazu beitragen kann, dass Wert generiert wird durch die Mitarbeiter, durch die Kollegen, durch die Performer. Das heißt, das sind die üblichen Prozesse. Das startet natürlich bei Search and Selection, bei Recruitment. Auch hier kann Performance Support schon einen großen Hebel entfalten, zieht sich weiter zu den Onboarding-Aktivitäten. Und einer der Kernbereiche für jede HR-Organisation, intern wie extern, ist das große Thema Learning und Development, das ja auch eines der Steckenpferde der TTS ist. Führt weiter zu den Überlegungen des Performance Managements. Nicht zu verwechseln mit dem Performance Support. Das hier ist das klassische Performance Management, wo es also auch um Zielvereinbarung und Zielerreichung geht, Compensation Benefits und dann natürlich auch ein Kernthema des Talent Management, Nachfolgeplanung, Talent Pools, Talent Pipelines, Karriereplanung. Darunter die Core-Prozesse, allseits bekannt, vor allem für größere Unternehmen, die das auch sehr stark IT-gestützt fahren, die üblichen Sachen vom Organisationsmanagement bis zur Payroll. Das ist,
wenn TTS mit seinen Kunden über Talentmanagement spricht. Das heißt, es ist hier nicht ein sehr, es ist nicht eng gefasst, es ist nicht allzu elitär gefasst. Es ist eigentlich die Erweiterung des Konzepts von Human Resources, Skills und Competences zu akquirieren, weiterzuentwickeln und auf die richtigen Positionen im Unternehmen zu setzen. Wie versprochen, kurz vom Wochenende hier, der Wetterbericht. Ganz kurz, was ist das Thema? Womit beschäftigen sich HR-Professionals, Talent-Management-Professionals, Learning-Executives, wenn sie über den Lerner, den Mitarbeiter, den Performer sprechen? Ich möchte nur einige Sachen herausgreifen. Wir erleben durch hier zum Beispiel New Disruptive Business Models überall, sowohl im Kleinen wie im Großen, die ganzen Start-up-Szenen, wo konkrete Produktideen, konkrete Dienstleistungsideen entstehen. Ich habe unlängst mir auch drüber gestolpert über eine interessante Aufstellung. Wenn Sie zum Beispiel an die Taxidienstleistung Uber denken, die sich rasant entwickelt, zu einer der größten weltweit gehört, besitzt nicht ein einziges Fahrzeug. YouTube. Wir alle kennen das, wir schauen die Videos, größte Videoplattform der Welt, YouTube besitzt keine einzige Kamera. Also das ist sozusagen in der Nutshell, das sind Disruptive Business Models, die ganz klar in etablierte Branchen hineingehen und alles auf den Kopf stellen. Weiters, ich habe YouTube genannt, der Rest ist Social Media, wir haben, die Zahlen sind aus 2013, wir haben über 1 Milliarde Menschen in Facebook, in LinkedIn, Xing und anderen Social Networks. Drittes heißes Thema im HR, im Learning, Mobile. Sie wissen, viele Unternehmen geben überhaupt die Losung aus, Mobile First, das ist ganz klar, sogar in sich entwickelten Volkswirtschaften, in großen entwickelten Volkswirtschaften ist es sogar so, dass gewisse Technologien sogar übersprungen werden. Also da gilt die Losung tatsächlich Mobile First. Die wechselnde Demografie am Arbeitsplatz. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt so viele unterschiedliche Arbeitsplatzkohorten im Arbeitsmarkt wie nie zuvor. Von den Babyboomern über die Generation Y, die Generation X, die Generation Millennials und wie sie alle heißen. Das heißt, auch hier sind unterschiedliche Bedürfnisse an Lernen und Performance Support zur selben Zeit an einem Arbeitsplatz. Das heißt, Sie sehen, es wird nicht einfacher, die Welt wird komplexer. Das stellt natürlich auch Anforderungen an Learning und Talent Management, hier Komplexität rauszunehmen und mit der Learning Function direkt an die Arbeitsplätze zu gehen, was das Kernthema von Performance Support ist. Kennen Sie den Straßenlaternen-Effekt? Rhetorische Frage, ich nehme an, die meisten von Ihnen werden das vielleicht kennen. Nein, den meine ich nicht. Ich meine folgenden. Dazu die kurze Geschichte. Vermutlich kennen einige von Ihnen hier eine Person, ein Mann, verzweifelt auf der Suche des Nächtens. Man sieht es hier offensichtlich aus einer Bar heraus. Gestolpert auf der Suche nach den Schlüsseln für sein Auto. Er sucht hier unter der Laterne, verzweifelt, bis hier ein Exekutivorgan, ein Polizist vorbeikommt und sagt, was suchen Sie denn? Ich suche meine Schlüssel. Er beobachtet ihn weiter und sagt, ja, wo haben Sie sie denn verloren? Ich glaube, dort hinten. Und warum suchen Sie dann hier? Ja, weil hier ist besseres Licht. Und das möchte ich Ihnen als Bild, als Einstiegsbild mitgeben für die Herangehensweise und für auch den Unterschied zwischen traditionellem Learning und dem, was man mit Performance Support erreichen kann. Das traditionelle Lernen spielt sich sehr viel ab, nach wie vor in großen Lernorganisationen. Und wenn wir hier dieses Modell anschauen, das ich Ihnen eingangs schon erwähnt habe, das 70-20-10 Modell, dann ist formales Lernen dort, wo die Straßenlaterne hinleuchtet.
Das ist gut ausgeleuchtet, das ist ein klar abgegrenzter Bereich und dort sucht der Mitarbeiter nach Wissen, nach Information. Aber er weiß sogar, dass seine Schlüssel hier gar nicht liegen, sondern die liegen eigentlich im Dunkeln. Nur da kommt er nicht hin, dort sieht er nicht, wo er hin muss, dort stolpert er. Und das bezieht sich in dem Modell auf die beiden Bereiche 70 und 20. Das soll heißen, dass ein Großteil des eigentlichen Lernens, das tatsächlich relevant ist, damit Mitarbeiter in die Performance kommen, im Workflow bleiben und wieder hier das Neuenglische, die neuenglische Phrase, Time to Competency. Es geht darum, Time to Competency, den Zeitraum, den ein Mitarbeiter benötigt, um seine Jobrolle kompetent auszufüllen, benötigt, zu beschleunigen. Und das passiert in diesen Bereichen 70 und 20, das ist eine Faustregel, das ist natürlich nicht auf den Prozentpunkt genauso, aber es gibt sehr, sehr viele Studien, die immer wieder dieses Modell im Groben bestätigen. 20% hier ist on the job, ist Coaching, ist Führungskräfte-Coaching, ist Mentoring durch Kollegen. Und der Löwenanteil hier des tatsächlichen Workplace Learnings, die 70%, passieren komplett informell, sozial, kollaborativ, in the moment of need, dort und zu dem Zeitpunkt, wo ein Mitarbeiter ganz konkret etwas wissen muss, wie mache ich hier weiter? Wie funktioniert das? An wen wende ich mich? Was ist die Antwort? Als kurzen Zwischenstopp würde ich jetzt die Kollegin bitten, die Blitzumfrage einzublenden. So, vielen Dank, Philipp. Ich habe jetzt die erste Kurzumfrage eingeblendet. Wie viel des Gelernten vergessen wir nach einer Stunde wieder? Ich bitte die Teilnehmer jetzt abzustimmen. Ich sehe auch schon die ersten Voten. Wir sind schon fast bei 50% aller Teilnehmer, die abgestimmt haben. Ich warte jetzt noch einen kurzen Moment, bis sich auch der Rest entschieden hat. Zeichnet sich auch schon ein Bild ab. Okay, dann schließe ich jetzt die Umfrage und blende die Ergebnisse ein. Sie sehen, der größte Anteil hat sich für die letzte Option entschieden. 39% haben sich für 30% entschieden und 61% haben sich für die 50% entschieden. So, dann übergebe ich wieder zurück an dich, Philipp. Dankeschön. Wir warten nur, bis wir auch die Teilnehmer. Ja. Ja, 50% haben wir schnell wieder vergessen. Auch hier, ich sehe lauter Learning und Development Specialists im Webinar. Sie kennen wahrscheinlich auch Hermann Ebbinghaus, die oft zitierte Vergessenskurve nach Ebbinghaus, wo hier festgestellt wurde, bereits Ende des 19. Jahrhunderts, dass eigentlich ohne der konkreten Anwendungsmöglichkeit, nachdem wir etwas gelernt haben, wir innerhalb von einer Stunde bis zu 50% des gerade Gelernten sofort wieder vergessen haben. Und das ist grundsätzlich auch gut so, denn so hat sich auch das Gehirn in der Evolution entwickelt. Würden wir einen so riesigen Arbeitsspeicher in unserem Gehirn halten, wäre das Gehirn völlig überfordert. Und das ist auch das Stichwort für eine der nächsten Folien. Dazu noch zu sagen, Sie sehen, ich habe hier dazu geschrieben 1885. Das war zu einer Zeit, wo gerade mal das erste transatlantische Kabel zwischen Europa und den USA verlegt wurde. Das heißt, da gab es vielleicht im Jahr, in dem ersten Jahr nach der Verlegung, 25 bis 75 Telefonate und Telegrafenübertragungen. Wie schaut das Ganze 2015 aus? Ich darf Ihnen vorstellen, Ihre Kollegen, Ihre Mitarbeiter, Sie selbst, auch ich sehe mich hier stark drinnen. Ich möchte nur ganz kurz zwei, drei Zahlen herausgreifen. Sie sehen hier in der Mitte steht ganz klar overwhelmed. Wir sind überwältigt. Und zwar nicht nur im positiven Sinn, wir sind überwältigt,
mit der schieren Menge an Daten, die sich ja nach IDC nach wie vor alle 18 Monate verdoppelt. Das heißt, immer noch mehr mit dem Nürnberger Trichter in unsere Hirne zu schütten und zu gießen, das kann nicht funktionieren, weil die Rechnung nicht aufgeht. 41% der Arbeitszeit wird verwendet für sämtliche andere Dinge und die Mitarbeiter haben nicht das Gefühl, mit ihrer Arbeit voranzukommen. 9-mal pro Stunde schaut man auf sein Smartphone. Sie erinnern sich, Mobile First. Und noch was, distracted. Wissensarbeiter sind ständig abgelenkt von Apps, Videoclips, Webseiten, SharePoints, Wikis, Sie kennen das. Der Content ist da, das Bemühen ist da, das Wissen an die Mitarbeiter zu bringen, aber es ist zu viel und es ist oft nicht strukturiert. Wenn wir zurückkommen zu der Geschichte und zu dem Bild und uns ganz fest darauf konzentrieren, was wir mit Performance Support, vor allem im Talent Management erreichen können, dann sagen wir, hier wirst du den Schlüssel nicht finden, aber ich gebe dir eine Taschenlampe. Und mit dieser Taschenlampe kannst du alle dunklen Bereiche ausleuchten, wo du jetzt nicht siehst. Und das ist vielleicht auch ein gutes Bild für Performance Support. Mitarbeitern eine Taschenlampe in die Hand zu geben und diese Arbeitsschritte, diese Prozessschritte, die für einen neuen Mitarbeiter vielleicht noch im Dunkeln sind, effizient und im Moment of Need, nämlich dann, wann er ihn wirklich braucht, schnell anzuleuchten und verwenden zu können. Auch hier vermutlich eine Rekapitulation, auch für einige Teilnehmer. Worin unterscheiden sich die drei großen Bereiche? Training, Wissensmanagement und Performance Support. Und alle drei haben ihre Berechtigung. Das Modell heißt ja auch 70-20-10 und nicht 70 oder 70-20. Das heißt, es hat alles seine Berechtigung. Es ist nur die Frage, was setzen wir wo ein und wo haben wir den größten Hebel. Ganz klar, Zweck von Performance Support ist Leistung. Die Leistung, die man letztendlich auch von Mitarbeitern eingekauft hat und die man abrufen möchte. Was bedeutet das für den Workflow? Wenn wir Leistung haben wollen, dann wollen wir die Leute im Workflow behalten. Wir wollen die Kollegen und Mitarbeiter on the job halten. Und das geht natürlich in einem Zwei-Tages-Training schwierig. Das ist off the job. Es geht um Lernen, es geht um Stoff, es geht darum, etwas Neues zu lernen, es geht darum, etwas vielleicht aufzufrischen. Aber ganz klar, der Mitarbeiter ist nicht im Workflow. Dahinter steckt Lerndidaktik. Das ist auch klar, das hat auch seine Berechtigung. Es ist sehr viel Struktur dahinter und wir wollen Mitarbeiter aufgleisen. Im Performance Support stehen andere Sachen im Vordergrund. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen Leistung, wir wollen, dass die Kollegen im Arbeitsfluss bleiben können und wenn Lernen passiert, dann passiert es im Moment der Anwendung. Das Ziel ist ganz klar, die Arbeitsaufgabe, die Verantwortung, die gerade in dem Moment gefragt wird, erfüllen zu können. Das heißt, man kann auch ganz deutlich und ehrlich dazu sagen, das Lernen als Selbstzweck steht beim Performance Support nicht an erster Stelle. Beim Performance Support geht es darum, im Moment of Need, dann, wenn der Mitarbeiter den Bedarf hat, Wissen abzufragen, weil er es unmittelbar in seinem Workflow benötigt, zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Auch hier gibt es eine Losung, 2 clicks, 10 seconds. Daran sollte man sich orientieren, wenn Performance Support aufgesetzt wird, zu sagen, wir wollen es unseren Mitarbeitern ermöglichen, im Rahmen von 2 clicks und 10 Sekunden die Work Instruction, die Arbeitshilfe zu erreichen, die er jetzt gerade braucht, um weiterarbeiten zu können. Ich habe Ihnen angekündigt, die Grundregeln des Performance Supports so, dass er den Hebel entfalten kann, sind simpel. Er ist erstens stets eingebettet in den Workflow. Er ist immer verfügbar im Moment of Need, wenn der Mitarbeiter eine konkrete Frage hat. Das bedeutet, er ist kontextsensitiv. Das heißt, die einzelnen Prozesshilfen, Job Aids und Working Instructions sind abhängig von Rolle
und Arbeitsaufgabe des jeweiligen Mitarbeiters. Und er kommt immer in der richtigen Dosis daher. Und das ist sozusagen die Königsdisziplin auch im Performance Support. Es ist nicht zu viel und es ist nicht zu wenig. Gerade das, um weitermachen zu können. Ich habe es schon immer wieder erwähnt, ich habe gesprochen vom Moment of Apply oder Moment of Need. Auch hier, Sie sehen, kein allzu umständliches Modell, keine allzu umständliche Grafik, die dem zugrunde liegt. Die Five Moments of Need. Wann brauchen wir Lernen? Wir lernen ganz konkret, wenn wir etwas Neues lernen. Dazu eignet sich vor allem im 70-20-10-Modell das formale Lernen, die 10%. Wenn wir etwas hinzulernen, wenn wir mehr von einer Sache lernen, also wenn es um Mastery oder auch Task-Kompetenz geht, auch hier eignen sich die 10% aus dem 70-20-10-Modell, beziehungsweise die 20%, das heißt, man kann hier auch schon mit Coaching auf bereits Gelerntes anknüpfen. Wenn was schief geht, wir lernen, wenn was schief geht, fehlerbasiertes Lernen, wenn wir ein Problem lösen müssen, das ist, wenn das Lernen am tiefsten sich verankert im Gehirn. Und wenn sich Dinge ändern, wenn sich Prozesse ändern, wenn sich Arbeitsschritte ändern, dann lernen wir auch dazu. Und was haben all diese Momente des Lernens gemeinsam? Es geht um Anwendung. The Moment of Apply, the Moment of Need, wenn ich etwas, das ich jetzt brauche, unbedingt sofort anwenden muss. Und das ist eigentlich auch die Losung für Performance Support. Und darin liegt auch der Reiz für die Learning-Funktion in Unternehmen. Denn um effizienten Performance Support aufbauen zu können, müssen Sie ins Business gehen. Sie müssen in die Fachabteilung gehen. Sie müssen sogar bis zum konkreten Arbeitsplatz gehen und dem Kollegen oder der Kollegin zusehen, den Kollegen oder die Kollegin fragen, was machst du hier genau? Wo bleibst du hängen? Was fehlt dir an Wissen in deinen Arbeitsschritten? Und das erhöht natürlich auch die Sichtbarkeit von Talent und Learning im Fachbereich und bei den Führungskräften. Weil es ja immer wieder so auch ein Pferdefuß, eine Achillessehne der Learning Community ist. Diese Sichtbarkeit und diese Gespräche auf Augenhöhe mit dem Business und mit der Strategy Function im Unternehmen. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen über Performance Support im Allgemeinen erzählt und auch noch rekapituliert. Wir bewegen uns jetzt mit Riesenschritten in Richtung Showcase, den ich Ihnen gleich zeigen möchte. Und da geht es darum, dass Performance Support technologiegestützt ist. Die TTS hat die TT Performance Suite hier entwickelt und die wird stets weiterentwickelt als das Tool, mit dem sich technologiegestützt Performance Support sehr schnell und sehr einfach auch innerhalb Ihrer Organisation umsetzen lässt. Weil salopp gesagt, diese Arbeit kann man ja bei der HR-Funktion selten abnehmen. Konkret zu den Mitarbeitern zu gehen und zu sagen, wie sind eure Workflows, wie sind eure Prozesse, welche Arbeitsschritte, welche Tickets, wenn wir jetzt an große IT-Organisationen denken, poppen hier zum Beispiel im First-Level-Support ständig auf und nehmen sehr viel Zeit und Ressourcen weg, nur weil es immer wieder dieselben Fragen sind zu kleinen Themen, die Leute im Arbeitsfluss aufhalten. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten, mit technologiegestütztem Performance-Support zu arbeiten, sehr groß. Das Schöne ist, dass es mit dem Tool, das die TTS entwickelt hat, sehr simpel gehalten ist. Sie haben die Einbindung in bestehende LMS, Learning Management Systeme, ist ohne weiteres möglich. Die kontextsensitive Einbindung in Ihre Applikation ist ohne weiteres möglich. Social Learning ist möglich. Die Leute können das bewerten, können sagen, diese Job Instruction hat mir geholfen, ich hätte einen anderen Vorschlag, etc. Zusammengefasst, was bringt Performance Support? Sozusagen der langen Rede kurzer Sinn. Produktionszeiten von Lernen, von Lerninhalten sind radikal reduziert, weil man hier nicht mehr mit kompletten
wenn Sie es vielleicht aus dem E-Learning kennen, mit kompletten Drehbüchern und verschiedenen Versionen hineingehen muss. Ich betone, es geht nicht darum, 30, 40-minütige E-Learnings hier als Performance Support zu verwenden, sondern es geht darum, Job Instructions, Job Aids, Working Instructions in aller Kürze zur Verfügung zu stellen. Das können 10 Sekunden sein, das können 5 Sekunden sein, das kann ein Screen Recording sein. Sie erinnern sich, 2 Klicks, 10 Sekunden. Wissensvermittlung ist dadurch deutlich effektiver, weil der ganze Ballast, die ganze Struktur, die zum Beispiel in einem 2-Tages-Training drinnen ist, wegfällt. Mitarbeiter werden enabled, auch hier Neudeutsch, Sie verzeihen, Sie können sich jederzeit selbst helfen. Sie bleiben im Workflow, Sie bleiben im Fokus, weniger Ablenkung, Arbeitsqualität, die Ergebnisse der Arbeit steigt und auch aus der Sozialpsychologie hier ein interessanter Aspekt. Wenn hier steht, die Mitarbeiter sind motiviert und handlungskompetent, dann bezieht sich das auf das sozialpsychologische Konzept der Selbstwirksamkeit, der Self-Efficacy. Hier gibt es auch sehr interessante Studien, die belegen, dass innerhalb des Talentmanagements, angefangen vom Recruiting bis zum Onboarding und zur Karriereplanung, Mitarbeiter mit einem hohen Selbstwirksamkeitsgefühl, das heißt das Gefühl, ich bin kompetent, ich kann die an mich gestellten Anforderungen erfüllen, motivierter sind und ein höheres Commitment zum Unternehmen zeigen. Also auch hier sehen Sie zwischen den Zeilen, durch die Hintertüre lassen sich auch diese Themen aus dem HR, aus dem Talentmanagement mit Performance Support unterstützen. Nun, genug der Rederei. Ich würde Ihnen sehr gerne jetzt diesen Showcase zeigen, von dem ich am Anfang berichtet habe. Es geht, wie gesagt, um die Firma E.ON. Konkret um die Learning-Funktion, was das Talentmanagement und Learning betrifft, eine sehr reiche Organisation. Es sind sämtliche Bereiche eines zeitgemäßen Talentmanagements verwirklicht bzw. in der Verwirklichung. Am stärksten entwickelt ist das Learning-Ökosystem. Was war das Problem? Was ist die Herausforderung gewesen? Die Herausforderung war, auch das kennen Sie vermutlich, Center of Competence, Center of Excellence, für strategische Vorgaben in einem Unternehmen gedacht, für den Bereich HR und ein Service Center, ein Business Service Center, das sich mit der Execution, der Strategie beschäftigt, sprich alles Operative macht. Also das Center of Competence für Learning hatte die Herausforderung, die Prozessführerschaft zu stärken. Das heißt, Prozessmapping zu betreiben, was sind unsere Prozesse und wie können wir sie abbilden, dass sie auch unsere Kollegen in unserem Shared Service Center, in unserem Business Service Center unmittelbar anwenden können. Wie bekommen wir die Kollegen aus dem Center of Competence und die Kollegen aus dem Business Service Center on the same page? Und dazu, ich werde Ihnen das jetzt hier kurz nur den Bildschirm wechseln und Ihnen das im System zeigen. Kurzen Moment bitte. So, ja. Hier ein Showcase, ist lokal, liegt bei uns, ist nicht zugänglich, mit freundlicher Genehmigung der Stakeholder von E.ON. Ich habe Ihnen erwähnt, es ging um Prozessmapping mit Performance Support. Ich werde hier einsteigen. Wir hatten Stakeholder-Interviews, wir hatten Process-Manuals und es ging darum, die doch relativ ausufernden und umfassenden, komplexen Prozesse so abzubilden, dass sie auch in einem Workflow nützlich sind. Viele von Ihnen, wenn Sie Learning Professionals sind, werden die Sachen wahrscheinlich auch wiedererkennen. Sie sehen hier generisch Learning Core Business Processes. Ich werde Ihnen das hier zeigen. Und hier in der Corporate Identity von E.ON gehalten, eine Prozessliste. Eigentlich typisch
von der Bedarfsanalyse, wir haben hier Analyze Needs, bis zur Qualitätssicherung Quality. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auch hier hinlenken. Sie sehen hier zum Beispiel, das Ganze ist auch rollenbasiert. Das heißt, Sie können festlegen, an welchem Prozessschritt ist welche Rolle involviert. Es gibt hier Client Experts und Product Experts und Media Experts und GLS, das steht für Global Learning Services. Das heißt, hier sind unterschiedliche Stakeholder involviert, zum einen aus dem Center of Competence und zum anderen jene, die im operativen Geschäft des Supports für die Learning Community sind. Wenn wir nun in einen Unterschritt hineingehen, sehen wir auch hier wieder, wo befinde ich mich, wenn meine Aufgabe ist, bitte einmal im Jahr Inventur machen, und zwar Review Course Catalog. Das ist eine sehr, sehr große Learning Community. E.ON hat ca. 60.000 Mitarbeiter, ist ein international aufgestellter Konzern und hat natürlich Compliance-Herausforderungen und hat natürlich eine riesige Learning Community, die über ein Learning Management System bedient wird. Das heißt, Sie können sich vorstellen, bei 60.000 Mitarbeitern kann das schon mal unübersichtlich werden. Noch dazu, wenn es in sehr vielen Ländern passiert, in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. Das ist alles abgebildet. Hier wollte man einen Mitarbeiter aus dem Center of Competence, der im Tagesgeschäft nicht sehr viel damit zu tun hat, sondern vielleicht nur einmal im Jahr hier die Inventur macht, behilflich sein und ihm hier die Arbeitsschritte zur Verfügung stellen, die er ausführen muss, damit er zu dem Ergebnis, Sie sehen es hier unten, Result, a list of course types to be maintained, created or deleted on Academy Online. Academy Online ist die Lernplattform bei E.ON. Das heißt hier ganz klar die Anweisung, lieber Kollege, wenn du mit den Arbeitsschritten fertig bist, solltest du eine Liste vor dir haben, die ganz klar aufzeigt, welche Kurse, welches Lernangebot kommt raus, welches Lernangebot kommt rein und welches Lernangebot wird angepasst. Hier hat er die Schritte. Erstens, bitte kümmere dich darum, eine Liste über die Kurse zu deinem Angebot zu bekommen. Zweitens, bitte organisiere dir eine Liste über Vormerkungen, damit du die Nachfrage auf deine Kurse abschätzen kannst. Drittens, organisiere dir bitte eine Liste mit durchgeführten und abgesagten Kursen. Und viertens, und dann kommt wieder sozusagen der Knowledge Worker dran, jetzt bitte konsolidiere und analysiere diese Liste und liefere das Ergebnis. Das ist die eine Seite der Medaille. Und jetzt gibt es Kollegen, da kann er sich das organisieren, kann er sagen, lieber Kollege, ich brauche bitte eine Liste aller durchgeführten und abgesagten Kurse. Oder er sagt, ich brauche eine Liste über alle Vormerkungen, Pre-Bookings. Damit er hier in seinem Workflow nicht stecken bleibt, zeige ich Ihnen jetzt eine unmittelbare Work Instruction. Hier bei den Learning Support Prozessen, der Kollege geht ins Reporting. Seine Arbeitsanweisung war, ich soll mir eine Liste aller Vormerkungen organisieren. Wie mache ich denn das? Aha, Report, Course Type Demand. Und hier in diesem Schritt, ganz klar, wir beschreiben, was ist die Erwartungshaltung an dich, was ist das erwartete Ergebnis von deinem Arbeitsschritt und hier unter Documents konkrete Hilfen. Das würde ich Ihnen sehr gerne zeigen. Der Kollege, hier geht es um ein SAP-System, um die SAP Learning Solution, ist nicht sehr oft im Backend als Administrator unterwegs und sollte sich auch gar nicht zu viele dieser Transaktionen merken, weil er braucht sie ja nur einmal im Jahr. Er geht hier rein, ich schalte ihn hier noch auf den Präsentationsmodus, kriegt hier ein Screen Recording. Ich hoffe, die Übertragungsraten bei Ihnen, liebe Teilnehmer, sind so, dass Sie das auch verfolgen können. Der Mitarbeiter klickt sich hier weiter, Sie hören meine Klicks vermutlich im Hintergrund. Und hier ganz klare Anweisungen, was musst du tun, damit du zu deiner Liste kommst, der Vormerkungen auf die Kurse. Klick für Klick wird er durchgeführt, klickt sich weiter, bekommt Anweisungen. Sie kennen, vielleicht viele von Ihnen kennen
das klassische SAP Backend, sehr viele Masken, die zu pflegen sind, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Hier wird der Kollege noch darauf hingewiesen, das richtige Ja zu wählen. Also er möchte hier. Und hier innerhalb von wenigen Klicks kriegt er eine Anleitung, wie komme ich zu meiner Liste von Vormerkungen von Pre-Bookings per Course-Type. Das ist eine Möglichkeit, die sicher sehr attraktiv ist, weil, das sage ich auch dazu, nicht nur weil das hier kein E-Learning ist, das 30 Minuten dauert, sondern auch die Produktion selbst geht sehr schnell und sehr unkompliziert. Das können Sie nach einem zweitägigen Training und gewisser Anwendercoaching sehr schnell, sehr einfach gestalten. Ich bin eigentlich auch durch mit dem Thema und dem Showcase. Ich werde Ihnen hier zwei Sachen noch zeigen. Sie können hier, falls auch der Bedarf besteht, hier auch für Audits oder weitere Dokumentation nach dem Prinzip des Single Sourcing. Das heißt, ein Content wird einmal erstellt, aber Sie können ihn in sämtlichen Kanälen ausgeben und wiederverwenden. Sie sehen hier diese Screenshots. Das ist genau das, was wir vorhin in diesem kleinen E-Learning gesehen haben. Das wurde nicht händisch extra erstellt. Das geht mit einem Klick nach dem Screen Recording. Das erledigt das Tool für Sie. Sie können eine Prozessdokumentation anhängen. Das heißt sozusagen, wenn Sie mir das erlauben, provokant, die alte und die neue Welt verbinden. Damit würde ich meinen Input abschließen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde gerne in die Fragen überleiten und selbst mit einer Frage beginnen. Laura, bitte. Vielen Dank, Philipp. Bis hierhin, wir haben zum Abschluss noch eine zweite Blitzumfrage, die ich jetzt noch mal kurz einblende, mit der Bitte an Sie, noch einmal zu voten. Die Frage, was braucht es aus Ihrer Sicht, um die PS auf die Straße zu bringen? Sind es die Inhalte, sind es die Tools oder ist es vor allen Dingen die Strategie? Ja, die Teilnehmer stimmen schon fleißig ab. Die Balken verschieben sich mal so, mal so. 40% der Teilnehmer haben schon gewählt. Wir warten noch einen kurzen Moment, bis sich die restlichen Teilnehmer auch noch entschieden haben. Ja, es zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Dann schließe ich jetzt die Umfrage und übertrage die Ergebnisse. 67% sagen, die Strategie ist das Wichtigste. Mit 11% sind die Tools ihrer Meinung nach relativ weit hinten abgeschlagen. Und 22% sagen, es geht vor allen Dingen um die Inhalte. Dann blende ich wieder zurück zu dir, Philipp. Dankeschön. Ja, bringen wir den PS auf die Straße? Die Antworten, die Sie jetzt gegeben haben, stimmen auch mit unseren Erfahrungen bei Kunden überein. Das ist ganz klar. Content, Inhalte sind da, in Wikis, auf SharePoints, in Prozessdokumentationen. Tools, oft ist es so, dass die einfachen Tools gefehlt haben, um diese Dinge zu konsolidieren. Und ganz klar, das Thema ist noch relativ neu. Ganz klar, es fehlt an der Strategie, um das zu übersetzen ins Business. Was bedeutet Performance Support? Performance Support ist der Hebel, der dem Learning in den letzten 10 bis 15 Jahren meiner Einschätzung nach gefehlt hat, um richtig an den Arbeitsplatz zu kommen. Vielen Dank. Bleiben wir im Gespräch. Ich freue mich darauf.